Ihr Lieben, ihr habt es gesehen, irgendwie, ich hatte ganz fürchterliche Frame Drops irgendwie und ich musste mal ganz kurz das Spiel beenden und das ist jetzt quasi unser Checkpoint leider von hier. Ich hoffe, es war für euch jetzt nicht zu lang und noch halbwegs erträglich. Ja, okay, gut, dann schauen wir nochmal. Wir wollen unsere Tarotkarten holen. Mama hat meine Karten mitgenommen. Nanny und ich haben immer mit ihnen gespielt, als ich klein war. Finde die Tarotkarten. Sie müssen irgendwo versteckt sein, aber keine Ahnung wo. Ich könnte damit anfangen, im Zimmer meiner Eltern zu suchen. Und das tun wir auch. So. Okay, was haben wir hier? Papa liebt diese Drucke von Florenz. Ich finde sie etwas traurig. Und ein bisschen dunkel. Nach den dramatischen Nachrichten vom Land wird Erzbischof Toccarelli mit den Franzosen in der Stadt gegen die Vergewaltigungen durch die einmarschierenden Truppen protestieren. Neue Verordnung für die Sicherheit der Bürger. Von diesem Moment an 25 ist es ISO-Film. Wenn die Sonne hoch am Himmel steht, ist der perfekt. Aha. Alle Fenster, lernt man tatsächlich noch Hauseingängen und Durchgängen müssen Tag und Nacht geschlossen bleiben. Der General Erich K. Neue Regeln zur Ausgangssperre und zum Verhalten von Frauen. Deutsches Kommando von San Vincenzo Attori. Telefonnummer 118. Die sich auf der Straße befinden oder die beim Blicken aus dem Fenster erwischt werden. Der Verständlichkeit halber wird diese Mitteilung wiederholt. Das Radio muss dieser Tage immer eingeschaltet sein. Es kann dein Leben retten, Dinge rechtzeitig zu wissen, vor allem bevor sie passieren. Und durch die Straßen der Stadt San Casciano zu spazieren. Ja. Ah, okay, hier hat jemand weitergemalt in der Zwischenzeit. Sehr schön. Der Bevölkerung wird geraten, in ihren Kellern oder wenn diese nicht vorhanden sind, wieder Pervitin. Ich habe das Gefühl, dass diese Pillen nichts anderes tun, als sie aufzuregen. Die deutschen Armee haben den Befehl, auf Menschen zu schießen, die sich auf der Straße befinden oder die beim Blicken aus dem Fenster erwischt werden. Blicken aus dem Fenster, das ist aber auch krass. Okay. So, schauen wir mal hier rein. Na. Liebe Mama, es fällt mir schwer, aber ich muss dir etwas sagen. Ich habe herausgefunden, dass Julia schwanger ist. Geh morgen früh um 7 an den See und beobachte sie beim Baden. Du wirst sehen, dass ihr Bauch wächst. Martha, was? Was? Ich bin nicht schwanger. Warum wird alles noch verwirrender? Ich bin auf der Suche nach einer Erklärung, aber stattdessen ergeben sich nur mehr Fragen. Okay. La Romola, 15. Juli 1944. Liebe Frau Irene, ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass hier in der Villa alles in Ordnung ist. Vielen Dank, dass Sie so rücksichtsvoll und fürsorglich sind. Ich entschuldige mich für die Einfachheit der Unterkunft, in der Sie gezwungen sind, zu leben. Außerdem habe ich das Zimmer, in dem sich die Kleine aufgehalten hat, wie gewünscht, abgeschlossen. Ich habe Ihnen den Schlüssel hinterlassen. Es ist der mit dem rosa Schlüsselring. Geben Sie auf sich Acht, mit den besten Grüßen, Nanny. Warum um alles in der Welt hat Mama die Tür abgeschlossen? Das war mein Zimmer. Was will sie verstecken? Da sind sie. Hier sind meine Karten. Nanny und ich haben immer mit ihnen gespielt. Sie sagte meine Zukunft voraus und ich tat so, als würde ich ihre voraussagen. Mhm. Die Zukunft war immer für alle gut. Vielleicht sah sie, als sie diese las, meine wahre Zukunft, die sie von mir verbarg. Oder, was wahrscheinlicher ist, diese Karten sind eigentlich nur ein dummes Spiel, mit denen man sich selbst beruhigt und täuscht. Aber sich selbst zu täuschen ist manchmal notwendig. Wie könnten wir sonst glücklich leben? Interessant. Wie ist es bei euch? Glaubt ihr an Schicksal? Glaubt ihr an Tarotkarten? Ist der Weg vorbestimmt ist? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Das ist Mamas Schmuck. Sie trägt ihn jeden Tag. Auch wenn Papa sagt, dass es heutzutage unpraktisch und gefährlich ist, Zeichen des Reichtums zu zeigen. Wie immer will sie nicht auf die Vernunft hören und streitet sich mit Papa, bis er geht, um Krieg zu spielen, wie sie sagt. Krieg spielen. Okay.
Es gibt immer mehr Waffen. Und alle haben Angst nach dem, was passiert ist. Ja. So, hier war noch eine Sache. Sie lässt sie überall liegen. Ich glaube, sie nimmt zu viele und zu oft. Ja. Gut, okay, alles klar. Wir haben unsere Tarotkarten. So, ich habe meine alte Kamera am See gelassen. Ich sollte sie holen gehen. Ist doch nicht dein Ernst. Ist doch nicht dein Ernst. Eine seltsame Notiz. Ich habe diese Zettel unter Mamas Sachen gefunden. Es ist Marthas Handschrift, aber es ergibt keinen Sinn. Die Nachricht lautet, liebe Mutter, es ist schwer, aber ihr Bauch wächst Martha. Okay, zur Erledigung. Warum haben Sie mein Kinderzimmer abgeschlossen? Anforderung für den Schlüssel. Zusätzliche Informationen. Nanny schreibt in dem Brief nicht, wo sie den Schlüssel gelassen hat. An ihnen war ein rosa Schlüsselanhänger befestigt. Okay. Okay. Na gut. Schmetterlingsnetze. Die armen Geschöpfe. Ich hatte so viel Spaß mit ihnen. So, okay. Heißt also, wir müssen den Schlüssel finden. Für unser Zimmer. Wir müssen unsere Kamera finden, die am See ist. Ach, Herrschaftszeiten, ey. Haben wir jetzt wieder eine neue Zeitung, die wir lesen müssen? Ja, da liegt eine. Denn die seht ihr jetzt erstmal. Komplett, diesmal. Der Oberbefehlshaber der Reichswehr verkündet. Erstens, wer im Besitz von Waffen oder Sprengstoff ist, der dem deutschen Hauptquartier nicht gemeldet wurde, wird erschossen. Zweitens, wer Kriminelle beherbergt und oder sie schützt und sie mit Kleidung und oder Waffen versorgt, wird erschossen. Drittens, wer von der Existenz von Rebellengruppen oder sogar einzelnen Rebellen weiß, ohne diese zu melden, wird erschossen. Ja. Na gut, okay, also. Italienische Arbeiter in Deutschland. Für Arbeitnehmer, die freiwillig in Deutschland arbeiten, gelten folgende Regeln. Erstens, die Verpflichtung läuft maximal ein Jahr bis zur Rückkehr nach Italien. Okay. So, mal den Artikel. Der Krieg wütet an der Ostfront. Ein Angriff der Sowjets nach stundenlanger Kanonade. Der Kampf an dieser Front ist schon lange im Gange. Gefechte in der Normandie. Siegreicher deutscher Gegenangriff auf der Straße von Périer nach Carentan. Pont-Hébert nördlich von Saint-Lô zurückerobert. Viele US-Verluste durch die Aktion Fliegende Bombe. So, jetzt müsste ich theoretisch das hier oben nochmal lesen. Der Oberbefehlshaber der Reichswehr verkündet. Erstens, wer im Besitz von Waffen oder Sprengstoff ist, der dem deutschen Hauptquartier nicht gemeldet wurde, wird erschossen. Zweitens, wer Kriminelle beherbergt und oder sie schützt und sie mit Kleidung und oder Waffen versorgt, wird erschossen. Drittens, wer von der Existenz von Rebellengruppen oder sogar einzelnen Rebellen weiß, ohne diese zu melden, wird erschossen. So, und jetzt dürfte ich theoretisch eigentlich alles gelesen haben. Ich bin gespannt. Okay, es ist immer noch da, weil es immer eine wiederkehrende Aufgabe ist. Aha, verstehe. Verstehe. Okay, na gut. So. Also für den Schlüssel habe ich jetzt erstmal keinen Anhaltspunkt tatsächlich, wo der sein könnte. Dies sind unsere Weinberge. Mein Vater liebte sie so sehr, dass er ständig Fotos von ihnen machte. Oh. Gibt es jetzt was in der Küche? Tatsächlich ja. Was habe ich hier? Eine Kamera. Neue Kamera-Skin freigeschaltet.
aber das ist jetzt nicht unsere Kamera gewesen, die wir im See verloren haben, oder? Nee. Das ist interessant. So, eine Menge Bilder gibt es halt wirklich anzusehen. Keine Ahnung, wer diese anderen Leute sind. So. Krieg. Immer Krieg. Selbst auf Gemälden. Diese Masken. Ich erinnere mich lebhaft an sie. Ich habe immer versucht, ihren Blicken zu entgehen. Das glaube ich gern. So. Oh, Martha. Okay, hier gibt es auch nichts weiter zu sehen. Doch hier. Noch ein Bild. Die einzige Möglichkeit, Martha und mich voneinander zu unterscheiden, war die Kleidung. Selbst Mama konnte uns nicht auseinanderhalten. Mhm. Telefon dürfen wir immer noch nicht benutzen. So, hier ist mein Fahrrad. Das brauche ich im Moment nicht. Ah, warum nicht? Wo ist der Schlüssel? Oder sollen wir vielleicht doch erstmal zum See runter? Oh, warte mal, wir könnten höchstens oben nochmal. Ich bin ja doof. Ich habe ja nicht wirklich im Schlafgemach der Eltern geschaut. War bloß vorne in dem Büro drin. Nee, klar war ich hier oben. Doof. Hm. Tja, hier ist auch nichts zum Interagieren. Hier dürfte er wahrscheinlich nicht sein. Es sei denn, er befindet sich halt wirklich in Marthas Schatulle oder so. Wofür ich ebenfalls keinen Schlüssel habe. Es ist schwierig. So, gucken wir mal kurz hier rein. Tarotkarten, die können wir uns natürlich gerne anschauen. Zufallsentscheidung. Weissagung. Okay, jetzt wählen wir uns welche aus. Die Welt. Die Liebenden. Der Magier. Das Ende einer Beziehung. Es ist ganz klar. Aber meine Pläne werden erfolgreich sein. Ich muss nur wissen, was diese Pläne sind. Na, okay, alles klar. Gut, im Tagebuch. Oh, gibt's auch hier. 18. Juli. Alles hat sich verändert. Ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Die besten Dinge an mir sind alle mit Martha gegangen. Mein Enthusiasmus, meine Lust am Leben und die Lust, Späße zu machen. Ich bin allein, mir selbst überlassen, durcheinander, ohne Wünsche und Erwartungen. Ich spielte am See mit den Kameras herum, als ich einen Körper auf dem Wasser treiben sah. Ich weiß nicht mal mehr, was ich davor getan habe. Noch eine Gedächtnislücke. Der leblose Körper war der von Martha, meiner Schwester. Mama rannte auf mich zu und nahm mich in den Arm. Sie hielt mich für Martha und die Tote für mich, Julia. Ich löste die Verwechslung nicht auf. Und jetzt ist es zu spät. Wenn sie herausfinden, dass ich alle belogen habe, ich will gar nicht daran denken. Ich fühle mich schrecklich schuldig, so zu tun, als wäre ich Martha und taub zu spielen. Ich habe das Foto für Marthas Rahmen gemacht. Ich weiß, dass es jetzt zu spät ist. Und ich habe einen unglaublichen Schmerz gefühlt, als ich das Bild dort platzierte. In diesem Moment habe ich mich für immer von ihr verabschiedet. Mir wurde klar, dass sie weg war und dass es kein Zurück mehr gab. Es gibt eine Sache, die ich für Martha tun muss. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Die Partisanen können sie nicht getötet haben. Das ist einfach nur lächerlich. Lapo ist mein Freund und er ist einer von ihnen. Er hat uns geliebt. Wir kennen sie alle, also ist es schlichtweg unmöglich.
Tja. Okay. Zur Not könnten wir natürlich jetzt erstmal nochmal schnell in den Keller gehen und könnten die Filme, die wir jetzt schon haben, aus den Kameras am See entwickeln. So. Okay, was ist das? Für Fotos mit einer langen Belichtungszeit ist ein Stativ erforderlich. Super, nehmen wir mit. Schön, wir haben ein Stativ. Yay! Ich habe jetzt, was ich brauche, um Infrarotfotos zu machen. Infrarotfotos. Oh, okay, hier geht's jetzt auch raus. Okay. Sehr schön. Gut, aber erstmal nochmal schnell in die Dunkelkammer. Es gibt ja ein paar Sachen, die wir nehmen können. AGE, ist auch schön. So, okay. Wir schnappen uns wieder ein paar Linsen. Ist schön, das kommt immer. Für extrem kontrastreiche Fotos. Mit diesem Objektiv wird alles größer. Schön. Dieses Objektiv vergrößert den erfassten Bereich. Es ermöglicht mir, mehr auf das Bild zu bekommen. Ah, nice. Okay. Der Gehängte. Ich muss vorsichtig und leise sein, während ich zuhöre. Ich muss unbemerkt bleiben. Ich bin ja schließlich eigentlich taub. Bist du soweit, Julia? Klar, Papa. Ich bin bereit. Die Aufnahme läuft schon. Oh nein, meine Stimme wird furchtbar klingen. Ach was, stell dich nicht so an. Wolltest du nicht sowieso Gesang studieren? Nein, nein, nein. Ich war jung und dumm, als ich das gesagt habe. Okay? Bereit? Los! Oh, schön. Das ist die Probe für das Konzert von letzter Woche. Ich habe mir die Aufnahme nie angehört. Aber ich habe recht gehabt. Meine Stimme ist furchtbar. Das kann man nicht als Gesang bezeichnen. Jedenfalls wird es an der Zeit, dass ich diese Filmrollen entwickle. Ich kann nicht länger warten. Ich wünschte, ich könnte einfach die Zeit anhalten. Diese Bilder könnten alles verändern. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich Martha verletzt haben könnte. Ich würde lieber sterben. Mein blöder Kopf und diese blöden Gedächtnislücken. Es ist so nervig, sich nicht erinnern zu können. Als würde man sich in sich selbst verlieren. Ach du Schande. Ja, das ist ja ein Traum. Okay. So, da haben wir den Helm. Dann das Album legen. Ich weiß jetzt halt wirklich nicht irgendwie, ob das jetzt, wofür der jetzt gut ist. Okay. Nächstes Foto. What? Was haben wir denn da? Okay, krass. Das sind wir, wie wir unsere Schwester jetzt gerade aus dem See holen. Okay, noch schnell ins Entwicklerbad legen. Und raus damit. Ich habe dann Martha ans Ufer getragen. Ich habe versucht, ihr das Leben zu retten. Meine Erinnerungen sind zwar verschwommen, stimmen aber mit der Realität überein. Da geht es mir gleich ein bisschen besser. Jetzt kann ich herausfinden, wer Martha wirklich getötet hat. Vielleicht sollte ich mich mit der weißen Frau treffen? Vielleicht Bitte? Kann sie mir etwas dazu verraten. Oder ist das nur Schwachsinn? Ja, mit Sicherheit. Aber was ist hier schon normal? Vielleicht muss man ein bisschen verrückt sein, um etwas zu erreichen. Okay. Ich würde mal ganz kurz nochmal
So, okay, Tarotkarte haben wir. Seltsame Notiz haben wir. Kamera am See. Okay, damit ist das abgeschlossen. Der Schlüssel. Seltsame Notiz. Tja, dann können wir jetzt nur... Die weiße Dame, der Geist der weißen Dame lebt im See. Nanny hat mir eine Geschichte immer von dem Einschlafen erzählt. Könnte da etwas dran sein? Gehe zum See. Okay, damit verbinden wir dann natürlich zwei Sachen auf einmal. Dass wir gleich unsere alte Kamera holen. Ja. Und die weiße Dame. Achso, oh, muss ja den Rekorder ausmachen, oder? Nee, ach, Mist, der läuft von alleine. Gehe ich jetzt mal raus. Vielleicht steht ja das Fahrrad da. Und wir müssen den ganzen Weg nicht zu Fuß tatsächlich bewältigen. Ach, Martha. Haben wir das angetan? Da ist das Fahrrad. So, es ist natürlich extrem riskant jetzt. Der Reifen ist wie immer ohne Luft. Eine Fahrradpumpe sollte das Problem lösen. Okay. Gut, also bei den anderen Fahrrädern war auf jeden Fall eine Pumpe dabei. Die holen wir uns mal schnell. Und ich hoffe, die können wir nehmen. Plupp. Wunderbar. Hier ist die Fahrradpumpe. So, okay. Wo sind denn eigentlich die Eltern? Wenn wir alle jetzt hier nicht das Haus verlassen dürfen? Was für ein Minigame jetzt hier, ey. So, Reifen ist aufgepumpt. Auf zum See. So. Oh. Okay. Okay, wir fahren tatsächlich mit dem Fahrrad. Na und? Nee, macht's ja nicht. Schade. Ja, ich würde jetzt halt wirklich ungern, warum, ach, echt jetzt, ja? Muss ich wirklich hinlaufen? Ach, das ist doch Mist. Dash ist doch Mist. Na gut, okay, dann runter vom Fahrrad, langsamer werden, aufstehen. So. Da, die Kirche und so, das habe ich mir noch alles gar nicht angeguckt, ey. Dies ist das Zentrum unserer Farm. Aber genau, seit wir hergezogen sind, wird sie nicht mehr so bewirtschaftet wie früher. Sicherheit ist essentiell, klar, sagt Papa. Ja. Finden wir hier noch irgendwas? Gerade hier. Schrotmaschine? Für Futter? So, okay, gut. Also bei Tag sieht der Wald schon wesentlich angenehmer aus. Fast schon idyllisch zu nennen. So, interessant wäre jetzt auch, ob wir jetzt irgendwelche Flashbacks von Martha bekommen. Oh, Scheiße. Fuck. Los! Hey, hey, hey! Los geht's! Hier lang! Hier drüben! Das ist ja krass. Das ist ja krass. Was ist hier los? Was machen die Soldaten da? Krieg ist los. Das ist gefährlich, ich weiß. Aber ich will ihnen folgen und sehen, was passiert. Was? Was? Ist so ein Arsch offen? So, wo sind sie denn hin?
So, hier kannst du nicht durch, da kannst du nicht durch. Aber die sind doch hier hochgespuchtet. Vielleicht irgendwo die Karte? Ist wieder... Ah, da vorne. Na, komm, das sah aber anders aus. Na gut, okay. Also gehen wir erstmal wieder zurück zum Weg. Und dann biegen wir hier vorne gleich links ab. Und ich hoffe, ich sehe jetzt hier keine Exekution oder irgend sowas. Das muss ich jetzt noch nicht haben. Taschentuch war das Symbol für deinen Glauben. Lass mich wenigstens das von dir haben. Hm. Oh Mann. Liebe Julia, bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg und ich kann mich damit einfach... Was? Ein Mädchen erschossen, du Idiot! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel! Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch! Scheiße, lass uns abhauen! Aber sie lebt noch! Sie liegt im Sterben! Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Alter. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich dachte mir, ich sterbe. Aber seltsamerweise hatte ich keine Angst. Tatsächlich war ich sogar fast erleichtert. Als ich zurückgekehrt war, befand ich mich wieder inmitten eines Albtraums, dessen Bedeutung mir zu der Zeit nicht klar war. Martha, ich gebe dir, was ich besitze. Nein. Martha, ich gebe dir deine Erscheinung. Ich gebe dir deine Erscheinung.
Das ist ja so verstörender Scheiß, ey. Jetzt sehe ich mit meinen Augen. Zwei Schwestern waren dazu bestimmt zu sterben. Julia, die eine Schwester, und bald darauf Martha, die zweite. Als ich Julia zu mir holen wollte, fand ich eineiige Zwillinge vor, die nicht zu unterscheiden waren. Da sie noch so jung und unschuldig waren, hinterfragten sie meine Existenz. Julia, kommt mit mir, forderte ich, aber beide behaupteten, Martha zu sein. Ich erklärte, dass Marthas Schicksal schon bald dasselbe sein wird und ihre Spielchen nutzlos waren. Ich hatte keine Zeit für sowas. Der Krieg hielt mich so auf Trab. Aber sie gaben nicht nach und beharrten stattdessen weiter darauf, können wir dir gemeinsam folgen? Nein, unmöglich. Bist du sicher, dass auch Martha bald sterben wird? In Kriegszeiten ist nichts sicher. Was, wenn die Falsche mit dir geht? Dann hättet ihr den Tod ausgetrickst. Eine würde ungerechterweise sterben und die andere würde ihr Schicksal nur hinauszögern. Sie unterhielten sich lange, dann umarmten sie sich, und eine von ihnen kam auf mich zu und sah mich mit einem festen, fast bedrohlichen Blick an. Ich vermutete, dass es Martha war, die sich opferte, um ihrer Schwester mehr Zeit zu schenken. Ich hatte den Betrug aufgedeckt, aber schwieg darüber. Niemand lügt dem eigenen Tod ins Gesicht. Nun fragte ich sie, wofür sie sich entschieden haben. Wir haben das Los gezogen, indem wir ein Medaillon geworfen haben, sagten sie leise. Sie hatten sich also auf das Schicksal verlassen. Wie naiv. Sie wussten nicht, dass das Schicksal seine ganz eigenen Regeln hat. Außerdem ist es mein Verbündeter. Meine Arbeit war also getan. Sie musste tatsächlich Julia sein. Aber was ich nicht wusste, das Medaillon hatte auf beiden Seiten denselben Namen eingraviert. Marthas. Meine Befürchtung war also richtig. Sie waren schlau und hatten sowohl das Schicksal als auch mich getäuscht. Eins ist sicher, ich werde die Dinge wieder gerade rücken. Ich werde meine Ignoranz korrigieren und dem Schicksal dessen Augenbinde zurückgeben. Wahnsinnig, wahnsinnig gut inszeniert. Wahnsinnig gut vertont, ey. Das ist echt sehr, sehr packend. Und tatsächlich für mich noch nicht vorhersehbar irgendwie, was passieren wird.
das tut so weh. Ich kann kaum atmen. Okay, wir sind gefunden worden. So, okay, aufstehen geht aber anscheinend schon. Kapitel, das Begräbnis. 4 Tage nach Marthas Tod. 9:15. So, okay, also meine Bluse dürfte jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr da hängen. Nein, interessant. Dann entscheiden wir uns diesmal für das... Was ist das? Eine Lederjacke? Ich würde gerne einen Moment mit meiner Schwester verbringen. Nur ich und sie allein. Bevor die Leute zur Beerdigung kommen und sie dann wegbringen. Nein, nein, meine Tasche ist nicht hier. Mein Tagebuch. Lapus Brief. Eieieiei. Hier ist die ganze Familie zusammen. Wie geht es ihr? Ein sehr seltenes Ereignis. Wie geht es meiner Tochter? Bitte, Doktor. Erzählen Sie mir gute Neuigkeiten. Es ist ein Wunder, dass sie noch am Leben ist, Erich. Aber sie wird wieder gesund. Die Kugel hat ihr Herz verfehlt und ist über ihre Brust wieder ausgetreten. Es ist unglaublich, dass ihre Lunge, ihr Herz und ihre Wirbelsäule nicht getroffen wurden. Sie hätte gelähmt werden oder sterben können. Aber zum Glück geht es ihr gut. Ich habe sie gründlich untersucht. Sie hat nicht einmal viel Blut verloren. Sie hatte sehr viel Glück. Und sie auch. Ja, sie hatte Glück, dass Irene im Wald spazieren gegangen war. Denn sonst... Sonst wäre sie definitiv verblutet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist alles... Das ist zu viel auf einmal. So viel Tod und Leid. Machen Sie sich keine Sorgen, Erich. Sie ist jung und wird sich schnell erholen. Ich werde sowieso den ganzen Tag hier sein. Danke, Doktor, für alles. Macht es Ihnen etwas aus, mit mir mitzukommen, um meine Frau vom Friedhof abzuholen? Die Beerdigung fängt bald in der Kapelle an. Natürlich nicht. Nach Ihnen. Bei all den Vorbereitungen für die Beerdigung in der Kapelle will Irene, dass alles perfekt ist. Es ist das kann ich mir vorstellen. Damit sie nicht über all das nachdenken muss. Sie ist eine Frau, die viel gelitten hat. Okay, Papa ist weg. Jetzt können wir raus. So, okay, die Tarotkarte, die weiße Dame liegt im See. Nein, ich habe mir ihre Geschichte immer vom Schlafengehen erzählt. Könnte da was dran sein? Meine Sachen. Sie hat meine Sachen irgendwo untergebracht. Ich muss Lapus Brief finden und mich dann auf die Beerdigung vorbereiten. Ich finde Lapus Brief, finde die Tasche. Und ein letzter Abschied. Ich möchte ein letztes Mal mit meiner Schwester allein sein. Begrüße deine Schwester. Gut, dann würde ich jetzt erstmal kurz sagen, wir versuchen mal erstmal die Sachen zu finden. In der Hoffnung... Gegen Zivilisten in La Romula nimmt nicht ab. Und wieder einmal ist die Familie von General K. unter Beschuss geraten. Ja. Nach dem grausamen Mord an Julia K. ist nun... General Erich K. Neue Regeln zur Ausgangssperre und zum Verhalten von Frauen. Deutsches... Das antifaschistische politische Motiv scheint derzeit der einzige Grund für diese feige Tat zu sein. Die okay, es wird weitergemacht. Nach der Schlacht von Pochibonsi am 18. Pochibonsi. Die Nelle Valli Pesa entfernt. Vielleicht oben... Nee, nichts zu finden. Nichts. Okay. Und wenn die Tasche hier irgendwo ist? Also doch. Im Bad vielleicht? In unserem Haus mangelt es nicht an Bildern. Nee. Mama malt leidenschaftlich gerne. Das von der Mama. Das ist wirklich nicht schlecht. Da ist er. Da ist da. Meine Tasche, Gott sei Dank.
Hoffentlich ist Lapos Brief drin. Ja, ist er. Liebe Julia, bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg und ich kann mich damit einfach nicht abfinden. Ich muss mich versteckt halten und kann leider nicht zu dir kommen. Auch wenn ich nichts lieber machen würde, als dich festzuhalten und gemeinsam zu weinen. Ohne Worte. Ich will dir einfach nur nah sein. Können wir uns heute Abend in der Scheune treffen? Ich gebe mein Bestes, gegen Mitternacht da zu sein. Lass dich davon nicht beunruhigen, aber falls etwas passiert, erinnere dich bitte an diese Nummer. 6934. Er wusste, dass er in ernster Gefahr war. Aber was ist mit dem Brief? Ich hatte ihn in der Hand, als die Soldaten weggerannt sind. Mama hat mich gefunden. Und wenn sie ihn gelesen hat, sie hasst Lapo. Und jetzt weiß sie bestimmt, wer ich bin. Nein. Nein. Sie hätte mich wahrscheinlich dort zum Sterben zurückgelassen. Sie hat lieber keine Tochter als die falsche. Bevor ich ohnmächtig geworden bin, muss ich ihn zurück in meine Tasche gesteckt haben. Es gibt keine andere Erklärung. Na, ich weiß ja nicht. So, die Tarotkarten. Neuen Tagebucheintrag haben wir auch. 19. Juli. Ich habe die Kameras vom See eingesammelt und mir eingeredet, dass ich es war, die Martha verletzt hatte. So sehr, dass ich auf dem Heimweg mit den Filmrollen im Gepäck noch einen schrecklichen Traum hatte. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, schlafen gegangen zu sein. Gleich nach dem Aufwachen habe ich den Film entwickelt. Die Fotos konnten bestätigen, dass meine Erinnerung an diese Nacht richtig war. Das war eine ganz schöne Erleichterung. Ich habe beschlossen, zurück zum See zu gehen, um zu versuchen, mit der weißen Frau zu sprechen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich bekomme den Gedanken nicht aus dem Kopf. Ich muss wissen, was mit Martha passiert ist. Also muss ich jeden möglichen Weg verfolgen, auch den des Wahnsinns. Okay. Kann es eventuell sein, dass durch das Ziehen der Tarotkarten... Oh, da sehe ich schon, ich habe schon mehr Framedrops hier. Durch das Ziehen der Tarotkarten eventuell zufällige Ereignisse oder vordefinierte Ereignisse getriggert werden. Also wir hatten ja bei den Tarotkarten quasi die Trennung. Und ja, wir sind getrennt worden. Sollten wir mal im Auge behalten, irgendwie, wenn wir das nächste Tarot-Deck ziehen.